Leute, heute bin ich übelst gestresst. Dieses ganze Video habe ich schon einmal aufgenommen, habe mich dann an den Schnitt gesetzt und gemerkt, die ganzen Aufnahmen sind unscharf. Ich habe irgendwelche Probleme mit meiner Kamera. Und jetzt muss ich alles mit dem iPhone filmen. Würde mich aber interessieren, ob ihr einen optischen Unterschied seht. Schreibt es bitte in die Kommentare. Heute schauen wir, wie gut so ein Tandoor für normales Grillen geeignet ist. Das heißt, wir machen Würstchen, Schweinenackensteaks und Hähnchenflügel. Ganz normale Sachen, die man sich bei der Fleischtheke holt und abends mit Freunden oder Familie grillt. Bevor ich den Tandoor einheize oder bevor ich das Fleisch mariniere, kümmere ich mich um den Teig. Das wird ein schöner Hefeteig und er muss 2 Stunden durchziehen und aufgehen, damit wir am Ende schönes Fladenbrot haben. Ein kleiner Tipp am Rande für einen guten Hefeteig: Nehmt am besten so eine Kunststoffschüssel, keine Glas- oder Metallschale. Darin geht der Teig einfach nicht so gut auf. Die Basis für jeden Teig ist natürlich Mehl und das müsst ihr erstmal gut durchsieben, damit da keine Klumpen im Teig entstehen. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wieso ich so ein kleines Sieb nehme. Ist eine berechtigte Frage, ich habe einfach kein größeres. Wasser mit Milch dazugeben, das hier ist schon vermischt. Am besten, wenn es lauwarm ist, weil dann die Hefe besser arbeiten kann. Und an alle meine männlichen Zuschauer, die es nicht besonders lieben, mit Teig zu arbeiten: Keine Sorge, wenn ich euch Teigrezepte antue, dann nur idiotensichere, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Als nächstes eine gute Menge Zucker. Ich feiere das einfach, wenn diese Tandoorbrote ein bisschen süßer sind, aber eine Prise wird theoretisch auch reichen. Hefe natürlich auch, weil der Teig wie gesagt aufgehen soll. Und wenn man Backanfänger ist, würde ich immer Trockenhefe empfehlen, weil die einfach so ein bisschen zuverlässiger ist. Salz für noch mehr Geschmack. Jetzt noch Öl. Einfach weil Fett ein Geschmacksträger ist. Und wenn so ein bisschen Fett im Teig ist, dann ist er auch geschmeidiger und es macht mehr Spaß, damit zu arbeiten. Das Kneten ist eine echte Handarbeit. 15 Minuten Vollgas. Wenn der Teig dann eine gute Konsistenz hat, also nichts mehr am Tisch klebt oder an den Händen, packt ihr den in eine gut eingeölte Schüssel und lasst ihn für 2 Stunden aufgehen. Also jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll. Ich habe alles zum zweiten Mal gefilmt. Leider ist der Sound ausgefallen. Das heißt, ich habe nur mit dem iPhone Sound aufgenommen. Das reicht aber leider nicht, weil ich hier eine stark befahrene Scheißstraße habe nebenan. Und muss jetzt alles zum dritten Mal filmen und quasi einfach so tun, als ob ich es gerade mache. Da bin ich auch ganz ehrlich mit euch. Also falls das eine oder andere so ein bisschen komisch aussieht, wundert euch nicht. Das liegt daran, dass ich das zum dritten Mal filme. Nachdem der Kampf mit dem Teig endlich vorbei ist, kommen wir jetzt zum spannendsten Teil. Und zwar zum Grillgut. Ich habe Klassiker besorgt, die man typischerweise zum Grillabend mitnehmen würde. Einmal Würstchen, normale und Käsewürstchen, dann Hähnchenflügel und Schweinenackensteaks. Und heute arbeiten wir mit dem Dreifachgrillhorst. Ich denke mal, wie das funktioniert, ist selbsterklärend. Auf jede Etage kann man Fleisch oder Gemüse legen und dann einfach in den Tandoor hängen. Ganz oben kommen die Würstchen drauf, weil oben ist immer die wenigste Hitze. Das hätten wir schon mal, da muss man nichts marinieren, nichts weiteres vorbereiten. Das ist schon mal fertig. Die Schweinenackensteaks und die Hähnchenflügel mariniere ich heute selber, weil die gekauften aus dem Supermarkt schmecken mir nie zu 100%. Nackensteak in Scheiben schneiden, je nach Geschmack und Wunsch. Allerdings sollte man da im Hinterkopf behalten, dass sie gleichzeitig mit dem Würstchen und den Hähnchenflügel fertig werden, deswegen nicht zu dick und nicht zu dünn. Den Strunk dran lassen, damit die Zwiebel nicht auseinanderfällt und dann Vollgas. Mein Geheimtipp Zumach ist nicht nur für Salate gut. Chiliflocken und Salz. Dem Fleisch gebe ich 1 Stunde Zeit zum Durchziehen und mache schon mal mit dem Hähnchen weiter. Die Hähnchenmarinade ist ähnlich simpel. Erstmal hacken wir 4 Knoblauchzehen zurecht in feine Krümel. Knobi zum Fleisch. Öl, Austernsoße und Sojasauce. Dem Hähnchen geben wir auch 1 Stunde Marinadenzeit und diese Zeit nutzen wir, um den Tandoor schon mal vorzuheizen. Um den Tandoor hier aufzuheizen, nutze ich heute anstelle von Holz, Holzkohle. Erstens, weil viele kein Holz zu Hause haben und zweitens, einfach mal um zu zeigen, wie gut das Ganze funktioniert. Die Kohle ist zu 90% durchgeglüht und kommt in den Tandoor. Um sicher zu gehen, dass ich gleich genug Hitze habe, kippe ich nochmal extra Kohle drauf. Eine gute Sache hat der ganze Stress heute. Ich muss extrem lange auf mein Essen warten und habe so eine große Vorfreude wie selten. In die Mitte vom Dreierhorst kommen die Nackensteaks und nach ganz unten kommen die Hähnchenflügel. Ein Hähnchenflügel lege ich nach ganz oben, um euch gleich die unterschiedliche Hitzeverteilung besser zeigen zu können. Wir haben extrem viel Hitze im Tandoor und ich möchte ihn ein bisschen reduzieren, damit mein Grillgut nicht von unten anbrennt. Dafür nutze ich die sogenannte Feuerbremse. Die lege ich einfach auf die Kohle und dadurch haben wir automatisch weniger direkte Hitze. Das Grillgut in den Ofen für 30 bis 40 Minuten, müssen wir mal schauen.
Das heutige Video ist gesponsert von Afora Tandoors, den in Deutschland größten Fachhandel für solche Keramiköfen. Dort kriegt ihr die besten Tandoors, erstklassiges Zubehör, Laganteller und vieles, vieles mehr. Mit meinem Gutschein Pascha10 gibt es den besten Preis und mein Kanal wird gleichzeitig unterstützt, Freunde. Der Teig ist ein bisschen aufgegangen, mehr wäre natürlich schöner, aber ich will nicht noch länger warten, ich habe extrem Hunger. Deswegen jetzt in 6 Teile schneiden und diese 6 Teile erstmal zu Kugeln formen. Der fühlt sich aber sehr gut an, genau so wie er sein muss. So Freunde, Zwischenstand nach ca. 25 Minuten. Sieht schon gut aus, aber ich würde sagen, 20 Minuten gehen noch. Das Fleisch ist fast fertig. Ich mache jetzt die Brote, die kommen immer nach dem Grillen rein, weil die nicht so viel Hitze vertragen. Die Teiglinge einfach mit den Händen zur gewünschten Größe platt drücken. Man kann die ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner machen, das ist egal und Geschmackssache. Anschließend zerschlage ich ein Ei und bepinsel eine Brotseite damit. Und wer es mag, tut Sesam oder Schwarzkümmel drauf. Eine andere Möglichkeit ist, Öl mit Knoblauch zu vermischen und die Brote damit einzupinseln. Somit hat man Garlic-Naan. Wir kommen zum Finale, Fleisch darf raus. Guckt euch das an, wunderschön. Und wer sich mit Räuchern auskennt, sieht, das wird gebacken und geräuchert gleichzeitig. Jetzt dürfen erstmal die Brote im Ofen. Dafür nehme ich hier so einen extra Handschuh. Und auf die Rückseite der Brote kommt Wasser, damit die richtig schön an der Wand kleben bleiben. Und mit dem Garlic-Naan ist es nichts anderes. Einfach reinklatschen. Brot geht schnell, 5 bis maximal 8 Minuten. Und kommen wir zur großen Frage, wie schmeckt denn das Fleisch? Zuerst der Schweinenacken. Natürlich nicht ganz so knusprig wie auf einem normalen Grill, aber dafür finde ich saftiger und ein bisschen zarter. Als nächstes direkt die Wurst. Und ich denke, die Wurst ist mein heutiger Favorit. Durch dieses Rauchige schmeckt die viel intensiver als sonst. Das Hähnchen kann man problemlos zerpflücken und es ist extrem saftig, fast wie ein Wasserfall. Auf euch! Wirklich wahnsinnig gut. Und an dieser Stelle ist es nochmal wichtig zu sagen, es ist egal, auf welcher Etage das Fleisch liegt, es wird ungefähr gleich stark durch. Und die Brote lassen sich am besten rausholen, auch mit diesem blauen Handschuh oder irgendeinem anderen hitzebeständigen Handschuh. Ich bin komplett durch. Seit Videoanfang sind jetzt 12 Stunden vergangen und dieses Stückchen Brot ist mein Highlight. Falls ihr euch wirklich entscheidet, einen Tandoor zu holen, macht auf jeden Fall als eine der ersten Sachen Brot. Das ist legendär, richtig geil, nicht mit Ofenbrot zu vergleichen. Mein kurzes und knackiges Fazit ist, der Tandoor ist definitiv kein Anfängergrill. Aber der Tandoor kann auch definitiv alles, was ein normaler Holzkohlegrill kann. Andersrum aber nicht. Ein Holzkohlegrill kann nicht alles, was ein Tandoor kann.